Ja, meine Lieben, ich bin schwer beeindruckt von Sälen. Hatte jetzt ein wunderbares Treffen mit zwei Mitarbeiterinnen der Stadt, die sich wirklich sehr bemüht haben, mir alles im Umkreis des Stadthauses zu zeigen. Und ich kann nur sagen, klasse Leute. Und ja, so wie Sie sagen, hätten Sie am liebsten mit mir den ganzen Tag verbracht, aber das ging natürlich nicht, weil Sie natürlich auch noch andere Dinge zu tun hatten. Aber Sie haben uns große Freude gemacht. Das war schon toll. Wieder ein tolles Erlebnis gehabt. Klasse. Ich bin Mitarbeiterin im Kulturbüro im Fokus. Das ist der Fortbildungs-, Kultur- und Weiterbildungsbetrieb der Stadt Sälen. Und ich betreue unter anderem, oder ich organisiere unter anderem die Ausstellung hier im Amtshaus Borg. Und wer kann uns gleich ein bisschen mehr über die Ausstellung erzählen? Wer ist das? Welche Mitarbeiterin? Wir haben noch eine weitere Mitarbeiterin im Fokus, das ist die Frau Manon Pirax, und die ist schon seit längerem im Fokus tätig, war auch früher, ist jetzt im VS-Bereich tätig, aber hatte früher auch im Kulturbereich zu tun, und die kann dann gleich noch über andere Dinge mehr erzählen. Im Moment sehen Sie hier eine Ausstellung im Amtshaus in der Galerie des Selma Künstlers Christian Mayer. Der präsentiert uns Werke mit digitaler Kunst. Das war schon lange nicht mehr hier zu sehen. Wir bieten hier in der Galerie die Möglichkeiten von heimischen und auch von auswärtigen interessierten Künstlern, ihre Werke auszustellen. Wir sind immer ganz froh, in einem 8- bis 12-Wochen-Rhythmus verschiedene Bilder zeigen zu können. Und die Ausstellung, die läuft jetzt noch bis Anfang Dezember. Dann ist der Wechsel wieder zu einer neuen Ausstellung. Und wie komme ich dazu, hier auszustellen? Muss ich mich bewerben? Oder? Man braucht einfach nur anrufen und sich als Interessent zu erkennen, zu geben. Und ja. Dann freuen wir uns natürlich, dann versuchen wir natürlich zu gucken, zu welchem Zeitraum es bei uns passt. Und seit wann findet das hier so statt? Die Ausstellungen? Oh, die sind schon seit, ich bin noch nicht ganz, ganz sicher jetzt, aber schon seit etlichen Jahren. Ja. Bestimmt schon seit 10, 12 Jahren findet das hier schon statt und wird auch gut angenommen. Und es kommen auch immer viele Besucher, weil wir sind ja hier im Amtshaus. Hier werden auch viele Tagesgeschäfte. Ja, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Ich bin Manon Pirax, ich arbeite hier in Sälen beim Fokus. Fokus steht für Fortbildung, Kultur und Sport und ist die städtische Kultur- und Weiterbildungseinrichtung. Wir betreuen unter anderem auch die Kunst im öffentlichen Raum im weitesten Sinne. Ja. Und insofern versuche ich jetzt was zu diesem Kunstwerk zu erzählen. Aha. Von wem ist das? Und das ist von Markus Musinghoff, einem Künstler, der in Sälen aufgewachsen ist und dann nach Düsseldorf gegangen ist und in Düsseldorf an der Kunstakademie bei Professor Rausch studiert hat, der Schwerpunkt auf Kunst im öffentlichen Raum gemacht hat. Er selber macht mittlerweile auch Videoperformance, Fotografie, Installationen. Modernes Gebäude aus den 80ern vom Professor Dallmann, dem Architekten Dallmann. Mhm. Und er hat es genau an diese Schnittstelle gestellt. Ja. Es heißt Citizen. Und ist als Geschenk an die Einwohner der Stadt Sälen. Und man muss dazu sagen, dass Stadt Sälen aus im Grunde drei Ortsteilen besteht. Mhm. Sälen, Borg und Kappenberg, die auch eigentlich eine sehr eigene Geschichte haben. Und die durch die Neugliederung und dann die Zusammenführung der verschiedenen Ortsteile zusammengefügt sind und eigentlich nicht immer ein harmonisches Gebilde für diese Stadt bilden. Also die Einwohner sind sehr stolz auf ihre Ortsteile, aber haben nicht immer eine städtische Identifikation. Ja, und die sind aber sehr identisch, diese Bauteile. Ja, aber sie liegen ja ein bisschen verkantet. Also sie sind schon sehr identisch, sie liegen aber ein bisschen verkantet. Also da gab es doch keine Diskussion, wer jetzt oben, Mitte und ganz oben ist. Das ist eine super Frage. Ja. Ob er das auch im weitesten Sinne so im Hintergrund gehabt hat. Denn das baut ja aufeinander auf, so wie es ausschaut. Ja, ne? Also da müssen wir ihn mal fragen. Sie ist nicht unbedingt geliebt. Okay. Denn sie ist ja eine recht nüchterne und gerade jetzt im Regen auch eher triste Betonskulptur. Ja. Es gab auch Diskussionen, sie zu entfernen, es sei ein Schandfleck. Ehrlich? Ja. So was Schönes. Aber
Glücklicherweise ist das noch nicht passiert. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Meinungen ja. zu. Genau. Ja, schön. Das ist die Gruppe. Das sind 5 Architekten. Mhm. Das ist, war ein Architekturbüro, wie gesagt, 1994. Ich habe die vor einiger Zeit nochmal gegoogelt. Ich habe die nicht wiedergefunden. Das gibt es ja gar nicht mehr. Das könnte glatt sein. Ja. Es waren 5 junge Architekten aus Paris, mhm. die den Auftrag bekommen haben, hier an der Stelle ein Kunstwerk hinzustellen, als Bindeglied zwischen Burg Botzler und Bürgerhaus. Jetzt kommen mhm. wir doch wieder auf die Gebäude und auf ja. den historischen Ort. Ja, gut, hast ja auch einen Bezug dazu, ne? Genau, also man sieht, die bewegen sich in die Richtung, was jetzt leider ein bisschen geändert wurde, dadurch, dass da also in diese Richtung? Neue, in die mhm. Richtung des Bürgerhauses, in die neue Richtung, also in die Richtung des Ortes. Und das Ortes. Bürgerhaus hat ja auch einen Preis gewonnen, habe ich gehört. Das Bürgerhaus hat einen Preis gewonnen, einen Architekturpreis, es ist von dem Professor Böhm gebaut worden. Und das rechte Gebäude war nochmal ein Schloss, eine Burg. Eine Burg, eine Wasserburg war das eigentlich. Denn da ohne Wasser. Ohne Wasser, drumherum war eine Gräfte und auf dem Gelände, wo sich jetzt auch das Kunstwerk befindet, war im Grunde der Verlauf der Gräfte, den man nur noch vorne durch die Teiche in, ja. Also in Ansätzen erkennen kann. Sollen wir nochmal rübergehen zur Skulptur? Ja, komm Katrin, jetzt erzähl du mal was dazu. Also ich finde die Skulpturen sehr schön, die passen ganz gut hier ins Bild, gerade als Verbindung auch zu den beiden Gebäuden. Ja. Und in Selm gibt es hier einige Skulpturen, die man sich ansehen kann und ich finde es einfach ganz nett, es passt gut hier ins Bild auch rein, ja. auf dieser Freifläche. Die musste demontiert werden, um ja. ein großes Feld aufzubauen. Und okay, dann schützenfest. Stadtfest war das, genau ja. richtig. Und dann war die weg. Jetzt ist sie wieder da. Also sind nach 5 Personen, genau, die sich herauslösen und von mhm. diesem alten Ort sich zum in, neuen hinwenden. In neueren hin bewegen. Also ja. In die Richtung war, als der die Stadt Selm oder als der Ort Selm, die Gemeinde Selm gewachsen ist, war das Zechengelände. Und da schließt sich so dieser Zechengebiet an, was okay. aber seit 27 nicht mehr gibt. Hm. Und in die Richtung war nichts erstmal. Also da war ein freier Platz. Also ob der Künstler sich das so gedacht hat, das weiß ich nicht. Aber ich finde es schön. Es hat eine Dynamik hier und mir gefällt das. Ich finde, es ist ein schöner Ort. Ja, auf jeden Fall.